ist eine Stadt mit 550.000 Einwohnern, die früher schon als die Einkaufsstadt bezeichnet wurde. Und die Kettwiger Straße ist die erste Fußgängerstraße gewesen, die in Deutschland entstanden ist. Das ist der Grund gewesen, weswegen wir gesagt haben, Essen interessiert uns. Das Kettwiger Tor ist einfach ein super prominentes Haus. Wenn man aus dem Bahnhof kommt, dann geht man sofort am Kettwiger Tor vorbei. Und von daher haben wir diese Immobilie ausgewählt. Sie ist architektonisch sehr reizvoll. Der Hamburger Projektentwickler Martin Ahrens ist begeistert über die Sanierung, die ihm gelungen ist. Damit erhält Essen ein stadtbildprägendes Wahrzeichen zurück, das den Beginn der modernen Hochhausarchitektur in der Ruhrmetropole in den 50er Jahren markiert. Umfassende technische und energetische Maßnahmen haben das Gebäude in eine zukunftsfähige Architekturikone verwandelt. Es ist sozusagen nur der Rohbau stehen geblieben und dann ist die gesamte Gebäudehülle, die gesamte Haustechnik, alles ist vollkommen erneuert worden. Ein Haus nach aktuellem Standard, aber mit der schönen Architektur aus den 50er Jahren. Der Zeitpunkt für die Reinszenierung ist gut gewählt, denn ein weiteres Projekt wird der Innenstadt wichtige Impulse geben, wie der Essener Stadtdirektor beim Neujahrsempfang zur Fertigstellung des Kettwiger Tors berichtet. Dass auch andere an den Standort Hauptbahnhof und drumherum glauben, das hat uns jetzt die Checkout-Zentrale Deutschland mitgeteilt. Die bauen ja direkt da neben dem Postcheckamt, da ist das Postcheckamt und da direkt daneben, da sind demnächst 800 neue Arbeitsplätze. Also insofern haben wir auch da eigentlich eine klare Aussage in Richtung Zentralisierung rund um den Bahnhof. Vor kurzem hat Union Investment das Kettwiger Tor für ihren Uni-Institutional German Real Estate erworben. Mit ihren Vorzügen entspricht die Immobilie genau der Zielstruktur des Ende 2012 aufgelegten offenen Immobilienpublikumsfonds für institutionelle Anleger. Der Fonds investiert ausschließlich in Deutschland in führende Oberzentren und Mittelstädte mit dem Schwerpunkt auf kleinere Objektgrößen. Der richtige Immobilienfonds zur richtigen Zeit, wie die große Nachfrage zeigt, die für Dr. Christoph Schumacher keineswegs überraschend ist. Weil in Zeiten der Niedrigzinslage gerade institutionelle Anleger nach guten Renditen suchen und das in einem Verhältnis zu einer Risikosituation, die überschaubar ist. Und wenn Sie sich dieses Objekt, in dem wir uns hier befinden, nämlich in Essen am Kettwiger Tor, sehen, ist das eine Einzelhandelslage, die es seit Jahrzehnten so gegeben hat, die funktionieren wird. Das interessiert die Anleger, deshalb kommen sie zu uns. Das Kettwiger Tor. Vom zukunftsfähigen Gebäude zum nachhaltigen Immobilieninvestment.